Lucky Knapper. Was gibt's noch für geile Sprüche? Dankeschön für deinen Raid übrigens, Escaro Dazel. Garlic Junior hat gesagt, dein Freund Piccolo guckt sich die Radieschen von unten an. So, ja, du alte Fleischmütze. So Goku, als er auf Neu-Namek ist. Ups, hier ist ja alles voller Piccolos. Lapper macht gerne Hapa-Hapa. Und wenn du irgendwo zu zucken tötet, Vegetable Lapper, bin ich jetzt schon wieder in die falsche Story abgerutscht. Why would you kill your own partner? Vegeta, I'm a ghost now. Ich denke nur immer an Victory for Vegeta. Oder Vegeta, no! Vegeta, yes! Guten Roshi, hey Brokkoli, wieso kämpfst du nicht mit mir? Oh Long, das heißt Broly und nicht Brokkoli. Ja, da sagt er im Broly-Film, sagt er das. Da ist er voll so muskulös. Hey Brokkoli, warum kämpfst du nicht mit mir? Das war geil. Because I wouldn't be caught dead, associate. You really get on my nerves. You ought to show some more respect, Todd. Respect? Ah, so you're a Namekian. Namekian? Yes, the Namekian people are said to have mysterious hidden abilities. Magical. Awesome. I see. You must have been the one who created these Dragon Balls, aren't you? Wouldn't you like to know? Du hast Fußpilz und deine Mutter ist ein Miffy. Deine Mutter ist ein Miffy und hat Fußpilz. Nee, kannst rausmachen. Scheiß mir einer aufs Auge. Ja, scheiß mir einer aufs Auge. Vegeta, du auch hier? Du hier? Das ist Dodoria. Mach dich fertig wie ein Rettich. Mach dich fertig wie ein Rettich. Boah, hast du das gesehen, wie geil das aussah? Erst nicht, ne? Nappa, du Gehirnkleo. Wer hat das gesagt? Vegeta? Ja. Nappa, du Gehirnkleo. War voll reingeflogen. Oh, mein Tragos hätte ich auch gerne gehabt. So, Goku zum bösen Buch. Heul aber nicht, wenn mein Kügelchen dein Kügelchen aus der Bahn gegelt. Stimmt, Krillin, ey. Der hatte immer Sprüche drauf. Ich glaub, der hat doch auch immer gesagt, ist jetzt? Nicht wahr. Ist nicht wahr, hat er immer gesagt. Ja, ist nicht wahr. Na, aber sowas von. Da hat er sich sowas von geschnitten. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Na, ist nicht wahr. Wo hast du gesehen? Ich hab meine Kamera hat einen Ständer. Hast du gesehen? Muss mal hinschauen, Maxi. Schau mal hin. Ja. Jetzt bewegt er sich natürlich nicht, der Penner. Aber wenn er abhaut, dann fliegt die eine Kurve. So, Goku, ich brauche Mümmelmasse. Stimmt, so Gohan ist doch so über den Rand da mit Piccolo. Du Brötchen über die Waldspülerschneider. Was? Ich will nur wissen, was du gesagt hast. Du Brötchen? Über die Waschspüle, Schneider. Ich finde den Turbanaffen aber auch ziemlich übel, muss ich sagen. Oh Gott. Nein! Ah,
Streams gerade weggewiesen. Keinem aufgefallen. The Namekian people are said to have mysterious hidden abilities. Magical ones, in fact. Ice. You must have been the one who created these dragons. Das ist so lächerlich manchmal. Siehst du das? Manchmal ist die KI einfach ultra unzerstörbar. Das ist ja mein Internet gewesen. Oder Vegeta hat einfach gesagt, warte nur, Freezer, dir holen sich die Fußnägel hoch. Wouldn't you like to know? Piccolo hat gesagt, du bist so dumm wie ein Meter Feldweg. Sag mal, hast du Blödheit gefrühstückt? You're gonna pay for this. Freezer hat gesagt, ich dachte, ich hätte dich umgebracht, aber du lebst ja noch. Und Vegeta dann so, überlass das Denken lieber anderen. Maxi, gib dir das mal. Ich spiel mit Henshin, ne? Sind wir wieder an dem Moment angelangt, wo ich jedes Mal sagen muss, dass du hinschauen musst. Warum ist der so schwer? Es ist aber ganz am Anfang. Ich würde gerne einfach mal meine Höllenspirale ausprobieren. Jetzt aber. Max. Der ist einfach ausgewichen. Laden die ihr Leben wieder auf, Maxi? Meinst du? Jetzt weiß ich endlich, wie das mit dem Wechseln geht. Da oben ist so ein Ding. Ist das auch ein Storyfall? Ja, das ist so eine Was-wäre-wenn-Story. Jo, Digga, chill doch mal! Hässlicher Kobold. Die ganze Zeit dieses Gefühl, ich will den Controller in zwei Hälften reißen. Scheiß Vegeta, ich liebe dich. Man hört immer, wenn ich so jetzt Dragon Ball sehe oder so. I'm the Prince of Saiyans. Oder how can he hurt me? Hapu no Ippo oder so, ne? Hajime no Ippo. Achso, manche. Also Ippo.
oder Dragon Ball oder so, denke ich mir so, boah, ich habe so Bock zu trainieren, ne? Und auch zu kämpfen, ne? Und dann sticht mich eine Mücke. Ja, okay, vielleicht keine Mücke. Aber dann stoße ich mein Zeh und denke mir so, okay, jetzt stellt euch mal so einen Schlag in die Magenkuben voller Kraft vor. Du kotzt doch deine Gedärme aus. Also gar keinen Bock mehr drauf. Ist halt echt so. Wer hat denn auf sowas Lust, jetzt mal ganz ehrlich? Ja. Bin ja nicht in der Wüste. Am I losing my mind? He turned into a giant monkey. This is crazy. How do I fight this thing? Damn it. It was bad enough when Gohan turned into one of these hulking things, but this is 100 times worse. I finally figured it out. The monster that stomped my grandpa Gohan to death. Smashed up the tournament arena all those years ago. Maxi. Yeah. Ich habe ein Riesenproblem. Ich will dieses Spiel spielen. Ich kann jetzt nicht. Was weiß ich, muss mal wieder irgendwie. Weiß nicht. Brauchst du eine Pause? Ja, nicht von dem Spiel. Sondern eher vom hier vor der Kamera sitzen. Nee, auf keinen Fall. Du hast gerade nicht gehört, dass ich das Spiel spielen will, oder? Und dann startest du morgen früh einfach wieder. Ich will aber jetzt gerade dieses Spiel spielen. Ich hab doch gesagt, ich will dieses Spiel spielen. Aber mir tut der Arsch langsam vom Sitzen auch weh. Ja gut, dann mach doch die Kamera aus und komm zu mir. Wir haben ja auch die anderen Mikros. Ja, aber ich kann jetzt die anderen Mikros nicht einfach anstecken. Ja, machst du das? Was muss man da jetzt machen? Ja, genau, was muss man da jetzt genau machen? Viel, das ist ja das Problem. Aber ist nicht das Rote angesteckt? Das Rote ist nicht angesteckt, nee. Schade. Schade, Schokolade. Don't underestimate us! Oh Gott. Da tut das Pöpöchen langsam weh. Alter Maxi. Was? Wir haben 666 Follower. Was? 666. Leute. Ist bald Halloween und wir haben 666 Follower. Das ist schon krass. Und Quartly war der letzte. Alter Quartly, du warst der 666. Follower. Bist du der Antichrist? Fucking Metal. Metal, Leute. So, Note, jetzt mal Butter bei die Fische. Don't blink, Kakarot! These will be your final moments before I crush you! Am I losing my mind? Okay, Nord, entweder du kriegst den Schwanz von den Wehraffen. Okay. Also verwandelst dich aber nicht, du kannst gar nichts damit anfangen. Ist jetzt alles rein Kosmetik, okay? Entweder du kriegst den Schwanz von den Wehraffen. Oder eine Frisur aus dem Dragon Ball Universum, aber Note, ich entscheide, welches ist. Hier nimmst du aber dann nicht die von Tenshinhan oder Krillin. Das verrate ich nicht. Da muss ich schon erstmal wählen. Don't give up, Goku. He might look hopeless, but we survived this far. Krillin? Was?
Boss Raid. Okay, du musst schon wählen. Kann ich den Schwanz dann so wie den Schwanz bewegen und so? Ja, ja, das darfst du schon. Chaozu and Gohan, we're all with you. Krillin, what are you thinking? Why would you bring them all here okay, now? Okay, ich krieg's in den Schwanz. Du vielleicht auch voll die gute Frisur bekommen, wer weiß, wer weiß. Because it's all or nothing. Now, all three of us need to hit him with a solar flare. Hört man einmal nicht hin und schon geht's um Schwänze. Ist das nicht normal hier? Geht's hier nicht immer um Schwänze? Quick! Put every ounce of your energy into this next attack! Damn you! Damn you! You won't get away! Chaozu hält Vegeta fest. He's been weakened enough that Chaozu's paralysis is working! Okay, this is our chance, guys! We did it! Guys, we really did it! We actually managed to beat that guy, and we did it together! Yeah, we did, but I don't have much left in me after all that. He put up a good fight, but we were more than prepared for him. Don't worry, Gohan. He can't hurt you now. Vegeta isn't real. He can't hurt you. You were the worst enemy we ever faced. But I guess the least we can do is give you a burial. Who's burying whom? Kannst du nicht mal sterben? Huh? Das ist witzig, wenn er so schreien würde. Kackt der Stream gerade ab? Er hat zwischendurch mal abgekackt. Aber es wird schon wieder back. Oh, also wir haben heute insgesamt so 3000 Bilder verloren. Okay, Note, jetzt Butter bei die Fische. Okay, Note? Son Goku und seine Freunde sind siegessicher. Allerdings überlebt Vegeta ihren Angriff mit seiner unglaublichen Lebenskraft. Son Goku und die anderen haben ihre ganze Energie in diesem Kampf auf Leben und Tod aufgebraucht. Nur Piccolo und Son Goku haben noch ein wenig Ki. Sie nutzen diese dürftige Menge, um Vegeta noch einmal herauszufordern. Ja, genau. Mach das mal. Ich kann das nicht. Doch, du konntest das mal fast 1:1. Ja, aber ich kann das nicht, ich hab das nicht mehr im Kopf. Ich kann das nicht, hab ich gesagt. Doch, ich zeig dir das jetzt. Dann machst du das Baseball-Kit, das Basketball-Kit. Ja! Wie hast du das lauter gemacht? Trotz Vegetas Kontern gelingt es Son Goku standhaft zu bleiben. Son Goku gewinnt Zeit, während Piccolo den richtigen Moment wählt, um das verbleibende Ki in den Fingerspitzen zu leiten. Filthy Namekian! What do you hope to do with such little... So ein kleines ist auch krass, wie er sagt, mit sowas Kleinem und